Bevor wir mit die Macht der Worte anfangen, würde ich euch gerne unseren Werbepartner für diese Episode vorstellen, der da heißt Lusoe. Und Lusoe stellt Seifen her, beziehungsweise neudeutsch Duschbars. Neben Reiseduschbars, Shampoos und Bartpflege hat er noch viele andere weitere Produkte auf seiner Homepage www.lusoe.de. Lusoe.de. Da könnt ihr mal draufschauen. Ich habe ja vor, ja, bis September ungefähr einen Bart gehabt, als wäre ich Rasputin höchstpersönlich gewesen. Und habe das tatsächlich mit Absicht gemacht, weil ich auf dieses Produkt gewartet habe, weil ich es einfach unbedingt probieren wollte und jetzt nicht noch vorher irgendwas anderes mir ins Gesicht schmieren wollte. Auch so ein bisschen eine Eitelkeit. Aber als ich dieses Rasiergel aus dem Karton geholt habe und es angefasst habe, war es fast wie harter Knetgummi. Also irgendwie weich, aber nicht, dass es nachgegeben hat. Fester Knetgummi. Und dann habe ich mich eben rasiert, schön meine Kanten eingerieben damit, geschmiert damit und mir extra mit meiner Schafette, dass ich natürlich das echte Gefühl habe, mich rasiert. Und noch ganz kurz, wer einen Tipp hat, wie man sich die linke Seite mit der rechten Hand rasieren kann mit einer Schafette, bitte sagt es, ich hätte mir fast hier einen Halsschlagader aufgeschnitten. Aber ja, okay, auf jeden Fall rasiert und dann bin ich rausgegangen, spazieren gegangen und es kam wirklich wie eine Frische. Also ich dachte irgendwie komisch, also schön, komisch, auch ein bisschen kühl und es war echt ein interessantes Erlebnis. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es mit 45% Bioölen versehen ist, mit Kakaobutter, Mandelöl und Arganöl, Aprikosenkernöl, Aktivkohle und viele andere Sachen. Und wahrscheinlich dieser frische Effekt, erkläre ich mir jetzt persönlich so, ist, weil es leicht parfümiert ist mit Peppermint. Und das sorgt dann wahrscheinlich für diese Frische auf der Haut. Also wirklich, ich kann es nur empfehlen. Dieses Rasiergel kostet nur, also wirklich nur, 6,80. Lusoe sponsert euch oder gibt euch einen Rabattcode mit 15%, wenn ihr beim Kauf DMDW, also die Macht der Worte DMDW, eingebt. Und dann könnt ihr euch 15% sparen. Was natürlich noch gut ist und was ich persönlich super finde, ist, dass Lusoe biblische Werte vertritt. Das sind Christen, die das machen und da sage ich, unterstütze ich lieber als alles andere, weil man seine Familie natürlich unterstützen sollte und das wünsche ich mir natürlich auch, dass du sagst, okay, ich probiere es mal aus, wenn du sagst, die sind so gut, dann checke ich das mal. 15% ist ja natürlich auch nochmal ein Ersparnis zum normalen Preis. Wir verlinken das alles in den Shownotes oder Details. Das heißt, wenn du auf dieser Episode ein bisschen nach oben scrollst, kommen die ganzen Sachen, die in diesem Podcast drankommen. Unter anderem eben die Homepage lusoe.de und der Rabattcode DMDW 15%. Ich kann mich erinnern, wie ich gepredigt habe, wie fast Ströme wieder rausgelaufen sind, so vor mir durch. Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Jungen und Mädels, wie geht's euch? Wir sind zurück. Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Und ich freue mich. Es ist immer noch irgendwie Sommer. Es ist immer noch Sommer. Ich bin begeistert. Wann wird's mal wieder richtig Winter? Müssen wir jetzt bald mal singen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber ich freue mich auf diese Episode sehr, sehr, sehr. Wir hatten ja letzte Woche schon den Anfang der Volksbibel und da machen wir natürlich gleich weiter im Abwasch und reden mit Martin Dreier und mit Andi Steiger über die Volksbibel, die Entstehung und auch ein bisschen so die Schwierigkeiten mit der Volksbibel. Dann redet Michael und Steve über ihre lustigen Leben und was sie so alles machen. Ich weiß gar nicht, ich merke wieder, ich drücke hier rum.
Ich habe keine Ahnung, was wir reden, ganz ehrlich. Es ist Hauptsache lustig, finde ich. Hauptsache ist ein wenig Humor dabei. Weil wir Christen müssen auch ein bisschen wieder lachen können, gell? Gut, dann bei Revolution haben wir Manu, der mich und meine Frau interviewt. Und wir reden über Kennenlernen, wie es ein bisschen so ist, als internationales Pärchen auch. Und da haben wir ja schon tausendmal drüber geredet. Aber ich finde, es ist interessant, wenn die Fragen von der anderen Seite kommen, anstatt man sich selber vorbereitet, weil dann wird da auch ein Schuh draus. Ansonsten haben wir Gabriel Häsler, der über Live on Stage redet, wie das alles so ins Rollen kam, wie er dazu kam, zu der Vision und so weiter und so fort. Und bevor wir jetzt anfangen mit unserer 173. Episode, ich meine, es ist schon 74, aber ich bin mir nicht ganz sicher, will ich sagen, ich war ja, letzte Woche habe ich euch erzählt, ich bin da gerade im Hotel und mache die Ansagen und ich war erschrocken. Also nachdem ich da den Podcast geschnitten habe und dann habe ich noch zwei weitere geschnitten, lief bei mir RTL 2 einfach so zum Nebenberauschen, was natürlich super ist für effektives Arbeiten. Und auf einmal habe ich da nackte Menschen gesehen. Und ich will jetzt keinem sagen, wie die Sendung heißt, aber erst hat man mal den unteren Teil gesehen, dann Brust und dann den Kopf. Und ich dachte mir nur, wer würde da hingehen, dass meine Nachbarn das vielleicht sehen, um danach zu denken, na, der schaut ja verschrumpelt oder komisch aus. Also es ist der Wahnsinn, wo wir hingehen. Und ich dachte mir gleich, ich habe gleich den Michi angerufen. Michael von 5 Minuten mit Michael und Steve. Und habe gesagt, Michi, wir müssen darüber reden, ey, weil das geht ja gar nicht. Also da die Welt geht unter. Wo kommen wir hin? Also jetzt hat es einen Schlag da, sage ich mal, bei mir. Jetzt habe ich auch begriffen, wir sind im Untergang geweiht. Naja, ich wünsche dir eine wunderschöne Episode und ich freue mich, dass du dich hoffentlich über diese Episode genauso freust wie ich und wir hören uns nächste Woche wieder, aber zuerst wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß mit diesem Podcast. Dein Host Steve, gib mir 5 Sterne auf Apple und Spotify und vielleicht noch eine Bewertung, wenn du Zeit hast. Sei gesegnet. Bis dahin! Die Macht der Worte. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ladies and Gentlemen, bei uns zu Gast die Volksbibel mit Martin und Andi. Servus. Hi. Hi. Ja, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Wir haben ja letzte Woche aufgehört mit, dass der Martin dem Teufel übergeben wurde. Und ich will euch meine erste Begegnung mit der Volksbibel erzählen und auch unverblümt, wie geschockt ich war. Ich muss davor sagen, also ich war, wann kam die raus, Martin? Vielleicht war ich 18. 2005. 5, 86, 20, ja 19 war ich ungefähr, wahrscheinlich 18. Und da war ich, wir waren hart getrimmt auf die Elberfelder, wenn du ein richtiger Christ bist. Bist du Elberfelder Leser? Du hebst den Daumen, Martin. und dann kam unser Pastor, wir hatten so einen Konfirmandenunterricht, der für alle die Volksbibel gekauft hat. Und für mich war das schon mal gar keine richtige Bibel, weil der Ledereinband gefehlt hat. ich weiß gar nicht, was war noch auf eurer ersten Bibel drauf? Da stand nur Volksbibel, glaube ich, drauf, so im Zigarettenlogo. Zigarettencover war das. Mhm. Ja, genau. Und wir haben dann nur so durchgeblättert, haben dann gelesen, dass Jesus am Kreuz einen Eistee bekommen hat und die in der Offenbarung mit Laserschwertern kämpfen. Und dann habe ich mich geweigert, das zu verwenden für Jugendliche, die von Gott was hören sollen. Sorry, Martin. Damals kannte ich dich noch nicht und damals war ich wahrscheinlich einer, der vielleicht auch dich im... Nee, den Teufel hätte ich dich nicht übergeben, da hätte ich zu viel Angst davor. Aber einen Stein hattest du schon in der Hand. Also zwei mindestens, zwei. Die liegen auch heute noch oben auf dem Regal. Falls wir uns mal in echt sehen. Na, Spaß. Aber Andi, wie war denn das? Also wir sind dasselbe Alter, du warst dann auch ungefähr 18, 19, wie die rauskam. Ja. Wie hast du das denn so empfunden? Also einmal bei dir und einmal aber auch in deinem Umfeld.
Ja, total spannend und auch total schwierig, so das Thema. Ich war damals auch in recht vielen Gemeinden unterwegs, also hier so in unserer Gegend, hier im Vogtland, da sind auch, ja, da hat man nicht so, man ist nicht so wie in Berlin so in einer Gemeinde oder irgendwie in einer Stadt, sondern da sind ja ganz viele Gemeinden auf den Dörfern und hier und da und dann gibt's irgendwie, also auch in Oberfranken waren wir tatsächlich viel unterwegs, in Hof gab's auch ein paar Gemeinden. Mhm. Und ja, auch charismatisch, sehr viel charismatisch. Das heißt, ja, Leute, die natürlich auch sehr gern Elberfeld lesen. genau. Ja, ich hatte in diesem Zeitraum, glaube ich, war ich auch sehr on fire, so mit der ersten Liebe, war ja auch schon Thema hier gewesen. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich auch die Bibel aufgesaugt, gegessen, keine Ahnung. Also wir haben verschiedenste Übersetzungen irgendwie so gelesen und studiert im Sinne von genau ganz viel darüber geredet und überlegt und so und mit Predigern diskutiert. Genau, und dann kam irgendwie die Volksbibel und selbst ich als Christ da war völlig begeistert. Vielleicht auch deswegen, weil man vielleicht so lange irgendwie in diesem christlichen Kontext so aufgewachsen ist und Bock hatte, mal auszubrechen. Da fand ich es ganz spannend, das zu lesen. Also mich hat die Volksbibel einfach total abgeholt, fand ich, weil das die erste Bibel war, die einfach so viel Emotion rübergebracht hat. Ja, von einzelnen Stellen, wo ich dann einfach so meine Lieblingsstellen dann alle gesucht habe und die da drin gelesen habe, wie die dort geschrieben sind. Und die haben mich ganz neu einfach berührt irgendwie. Genau, und deswegen fand ich das ganz faszinierend, das mit den Laserschwertern und Eistee und so. Ja, war vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen grenzwertig, aber fand ich jetzt auch nicht störend. Mhm. Genau, und man war dann so heimlicher Volksbibel-Liebhaber und hat dann aber auch in anderen Gemeinden dann so die Hater-Speeches gehört, so von wegen, da gibt's ein schlimmes Projekt und so weiter. Ja, also es war wirklich wie schwarz und weiß. Ich habe aber dann auch die Volksbibel genommen. Ich hatte dann ein FSJ gemacht in der Jugendarbeit und war dann auch so in Schulen unterwegs, Schülerbibelkreisen, und habe dann dort auch ein paar Leute von den Klassen irgendwie abgezogen, die nichts mit Gott zu tun hatten, habe die in einen Raum gesteckt und habe den aus der Volksbibel vorgelesen. Und das war schon spannend. Und da musstest du ja auch nicht schämen, da zu sagen, gut, ich lese jetzt aus der Heiligen Schrift irgendwie von den barmherzigen Samariter, so dass die kein Wort verstehen, sondern du hattest irgendwie einen geilen Text und hast den auch gerne gelesen. Ne? Das wäre, glaube ich, mit einer Luther anders gewesen. Aber es gab doch, weil, also klar verstehe ich dieses Mehmet-Mohammed-Level, dass man das so macht. Martin, es geht jetzt so ein bisschen an dich, aber es gab doch auch die gute Nachricht. Also das war doch auch irgendwie, das war ja auch für uns Charismatiker, war die gute Nachricht eigentlich auch schon eigentlich nur für Schränke, die schief stehen, dass du es drunter legen kannst, weil das auch nicht wirklich das Wort Gottes war. Aber ja, was ich mir denke, so wie kam es zum Eistee und zum Laserschwert? Also, weil das ist ja schon, also das hat mich nämlich gestört als Jugendlicher, vielleicht stört es mich immer noch, also ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr reingeschaut. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich wüsste jetzt gar nicht, wo es steht. Aber das war halt für mich dann nicht lästerlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass manche Christen wahrscheinlich gedacht haben, so, ja, das ist doch eigentlich lästerlich. Jesus kriegt einen Eistee am Kreuz. Eistee ist ja wohl wesentlich besser als ein Essig. Und ein Essig versteht ja auch ein Mohammed. Wir haben bei der Arbeit an der Volksbibel an mehreren Stellen festgestellt, dass auch wir aufgrund von falschen Vorstellungen, was die Bibel damit meint, auch falsche Sachen geglaubt haben. Und eine Geschichte ist auch dieses Essig. Ich habe immer gedacht, die wollten Jesus da nochmal einen reindrücken, indem sie ihn so einen ekelhaften Essig zum Trinken bieten. Sowas Essig trinkt man noch nicht. Das ist eine weitere Form der Folter. Mhm.
Und nachdem ich mich da ein bisschen theologisch informiert habe, kam heraus, dass das eigentlich eine Form von einer Erfrischungsgetränk war. Also die haben Essig mit Wasser gemischt. Okay. Und so kam dann der Gedanke, okay, was wäre denn jetzt ein heutiges Erfrischungsgetränk? Und so sind wir dann auf Eistee gekommen. Aha, das genau. Also könnte man nicht einfach ein Handbuch schreiben für How to Read the Volksbible? Gut, das Handbuch wäre dann aber nur für Oma Uschi, die schon in der Baptistengemeinde Stupfelhausen seit 80 Jahren die Lutherbibel liest. Wir haben dann auch was falsch gemacht, wenn wir ein Handbuch dafür schreiben müssen, wie man die Volksbibel liest, dann ja, ging das irgendwie vorbei. Aber ich finde halt, das, was der Martin gesagt hat, ich glaube, 80% aller Christen, die Volksbibel gelesen haben und vielleicht genau die Stelle, weil halt alle Christen gesagt haben, hey, pass mal auf, der lässt da einen Jesus Eistee trinken, das war doch Essig. Und jeder dachte wahrscheinlich, wie der Martin damals, dass es einfach Folter-Ding war, weil warum sollst du jemanden, der am Kreuz stirbt, noch ein Eistee, also was Gutes tun, wenn er eh schon stirbt? Mhm. Deswegen, okay, ich schreibe dann quasi How to Read the Volksbibel. Okay, ich werde den Verlag organisieren. Danke, ich habe doch SCM Connections. So. Übrigens kurz noch erwähnt, dieses Gespräch ist supported von SCM Verlag. Okay. SCM, kauft nur bei Ihnen. Genau, die schönsten und besten. ja, aber wir haben ja eigentlich den Podcast begonnen mit, dass du dem Satan übergeben wurdest. Jetzt, Martin, meinst du, du packst es in eine Minute rein oder teaserst erstmal an und dann machen wir es einfach nächste Woche? Ganz wie du möchtest. Also jetzt sind meine Kinder im Bett, aber ich muss noch Unterricht vorbereiten. Also eine halbe Stunde könnte ich auf jeden Fall noch. Ja, okay. Dann erzähl doch mal vom Satan übergeben werden. Das war so gerade in der High-Phase der Volksbibel, wo ich in einer Gemeinde gepredigt habe und mitten im Gottesdienst steht ein älterer Herr aus der letzten Reihe auf, kommt schnellen Schrittes nach vorne, zeigt mit dem Finger auf mich und ruft in einer irren Lautstärke: Martin Dreier, hiermit übergebe ich dich dem Satan, deine Seele soll in der Hölle verbrennen. Dreht sich um und geht raus. Mhm. Und ich stand da erstmal, ich meine, ich weiß nicht, du hast ja auch schon mal gepredigt, da bist du ja eigentlich so mit so einem offenen Herzen, ohne Schutz, sage ich mal. Mhm. Und mir kullerten die Tränen runter. Also es hat mich schon betroffen gemacht, ja, weil auch so viel Hass da drin steckte, so viel Negativität. Mhm. Dann kam aber gleich der Älteste und der Pastor an und die haben dann für mich gebetet und mich gesegnet und so. Aber das hat mir doch gezeigt, was für eine, ja, auch Gerüchte und auch komische, negative Gedanken zu diesem Projekt bei einigen Leuten im Kopf sind. Ich weiß von einer anderen Gemeinde, die das in meiner Abwesenheit auch getan haben. Das hat mir jemand erzählt. Also ich bin im Grunde schon zweimal dem Satan übergeben worden. Okay. Aber ich bin immer noch hier. Ja. Und der hat es nicht zugelassen. Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten. Michi, du hast letzte Woche ja kurz einmal mittlerweile deinen guten alten Freund erwähnt. Ich bin ja schon lange Fan von unserem Donald. Donald. Wir haben uns jetzt da mal unterhalten, du hast erzählt, der ist gar nicht mehr so verkehrt, wie es da mal gedacht hast. Ja, das ist jetzt, hast du nicht ganz so richtig verstanden, Steve. Aber jetzt werden wir tatsächlich mal kurz politisch, obwohl wir das eigentlich gar nicht werden wollen, aber wir sind halt auch politisch interessiert. Wir sind nicht nur oberflächlich hier irgendwie Kaspare, kann man das sagen, Kaspare, das ist ja polnischer Vorname. Ach so. Katschbär, aber egal. Auf alle Fälle, was ich sagen wollte, ich habe dir erzählt, und das sage ich auch jetzt hier gerade raus, komm, dass ich jetzt tatsächlich auch verstehe, wenn es Christen in Amerika, ob das jetzt First Nations sind oder wie auch immer, schwerfällt, Demokraten zu wählen.
So, also ich würde eher sagen, jetzt liebt den Trump jetzt deswegen noch nicht. Und es liegt auch nicht daran, was du vielleicht denken würdest, dass der Herr Biden öfters stolpert oder sich verspricht oder mit unsichtbaren Menschen die Hand schüttelt oder halt sagt, er sagt es in ganz klaren Worten und dann sagt er, sag mal. Das ist sehr tragisch und vielleicht einfach sollte man sagen, also, Präsidenten ist auch in Ordnung, wenn man 50 ist. Das ist gar nicht so schlimm. Natürlich ist man komplett unerfahren und man hat den Zweiten Weltkrieg nicht miterlebt. Und wie kann man dann amerikanischer Präsident sein? Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe gelesen, auf Insta habe ich gedacht, das stimmt alles nicht, ist fake, irgendwo in russischer Trollfabrik gemacht, diese Nachricht. Und habe danach geforscht. Und zwar, dass ein demokratischer Gouverneur, und zwar der von Kalifornien, der möchte, dass praktisch sein Land das der Abtreibungsstaat schlechthin in den USA wird. Mit den lockersten Gesetzen. Und ich will jetzt auch gar nichts gegen, ist mir auch wurscht, ist mir nicht, aber es geht jetzt mir gar nicht um Abtreibung, aber der hat einen Gesetzentwurf eingebracht, dass man ungeborene Kinder auch dann noch abtreiben darf, wenn sie schon geboren sind. Also praktisch Kindstötung. Tötung nennt man das dann, dieses Delikt in Deutschland. Das sagst jetzt du, das heißt doch eigentlich Abtreibung dann auch noch. Das weiß ich nicht genau, aber bei euch, deswegen sage ich ja, ich bin ja froh, dass wir in Deutschland leben. Ja. Also wirklich, jeden einzelnen Tag bin ich das. Und zwar steht in diesem Gesetzentwurf bis zum 7. Tag oder länger. Vielleicht gäbe es dann das, ich habe das ja nicht gelesen, noch so, nur wenn die behindert sind oder so, keine Ahnung. Ja. Aber ich meine, auch das ist schlimm genug. Ja, das war jetzt wieder ein wenig rassistisch, das heißt, der nicht behindert, das heißt zurückgeblieben. Handicapped, aber wie auch immer. Aber ich meine, da habe ich mir wirklich gedacht, ich habe gedacht, das stimmt alles nicht, was sie da sagen. Und da stand auch was vom 28. Tag, das stand da, glaube ich, nicht drin. Aber ich habe danach geforscht und das ist zum Glück anscheinend auch gestoppt worden vom Supreme Court. Aber da habe ich mir gedacht, da wird es mir wirklich schwerfallen. Das kann ich, ich will auch gar nicht über Leute wettern oder schimpfen, die Abtreibung hinter sich haben oder was. Keine Ahnung, wie auch immer. Aber einfach zu sagen, jetzt kann man, sollte man ein kleines Kindchen, das bereits geboren ist, noch töten. Ich weiß nicht, ich denke, ich wäre ich Amerikaner, würde ich sofort eine neue Partei gegründet haben, natürlich. Oder in Trump dann halt wäre. Ja, aber das ist auch halt, das ist diese Sache mit dem kleinen Übel, ne? Ja. Aber wenn es das große Übel ist, da weiß ich auch nicht mehr weiter dann. Das stimmt, aber ich finde es schon ein bisschen krass, weil, also, ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene, heißt Theorien oder Theologien, dass, also nach meinem Bibellesen wird die Welt immer schlimmer. Gibt aber auch Theologien, die sagen, das wird aber immer besser. Wahrscheinlich wegen Entwicklung und so ein Geschmarre. Und ich finde halt. Also ich glaube, das ist eine Theorie, keine Theologie. Weil das kann ich, also das ist auch Unsinn. Das stimmt leider ja nicht. Ja. Aber ich finde es halt krass, weil wo kommen wir dann noch hin? Ja. Wo kommen, also früher war ja alles besser. Ja, da kann man sagen, geh halt rüber, hat man immer noch gesagt. Aber worüber soll man denn hingehen noch? Das stimmt, aber ja, ich finde das schon ein wenig krass, weil ich denke mir, du hast ja 3 Kinder, ich habe 2 Kinder und wenn du 7 Tage lang das Kind dir noch anschaust und dann noch das ist doch... Das ist und doch dann Mord. Irgendwie, ja, genau, da würde ich es auch sagen, das ist einfach Mord und das geht nicht. Ja, aber ich habe auch gehört über Pädophilie, die heißen jetzt nicht mehr Pädophile, sondern Minor Attracted in Amerika. Oh Mann. Also das hat, es wird politisch ein wenig komisch, aber ich glaube nächste Woche machen wir mal was anderes als Politik, oder? Ja genau, da reden wir mal über die Grünen. Die Macht der Worte. Revolution. Sehr verehrte Damen und Herren, Teil 4 von unserem Podcast, in dem ich Steve und Elida über ihre Beziehung befragen darf, wie das Ganze anfing, wie das Ganze gelaufen ist und wie das Ganze enden wird. Darf ich noch ganz kurz was sagen? Falls euch dieses Format gefällt, bitte schreibt uns auf Instagram oder unter diemachterworte@mail.de, dass ihr mehr davon hören wollt. Manu hat noch ganz viele andere Fragen und Themen, die wir bereden könnten, aber vielleicht habt ihr Lust. Und Spot up! So, Elida, ich wollte dich das letztes Mal schon fragen, aber da war die Zeit schon um.
Und zwar, nachdem jetzt Steve eine Antwort gegeben hat auf Epheser 5, Vers 23 und 25 und dabei sehr ehrlich werden musste, wofür ich sehr dankbar bin, bin ich jetzt gespannt, was du sagst zu Epheser 5, 24. Und da steht nämlich, und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Eine sehr herausfordernde Bibelstelle. Was macht diese denn mit dir? Erstmal das Wort in allen unterordnen. In allem oder allen? Allem. In allem. Also, das ist für mich krass. Was verbindest du denn damit? Einfach so. Sex gibst du, Sex. Nein? Wie, Sex? Also, ja. Ich habe gar nicht dran gedacht, aber ja. Okay. Da denke ich gar nicht. Ich wollte dich dann nur dran erinnern, später, wenn der Mann weg ist. Aber dass ich in allem dich unterordne, das ist schon, ja, Sex, wie wir hier Haushalt machen. Das ging jetzt zu weit. Keine Ahnung, in allem, was ich mach, muss ich dich unterordnen. Mhm. Verstehst du das so? Ich finde es, ja, Amen. Es stimmt, aber ob ich das so richtig ausübe, sage ich nein, weil das mache ich nicht in allem. Zum Beispiel Sex. Aber jetzt fangen wir mal ein Gespräch an. und zwar finde ich, ich verstehe dich, weil ich würde es auch nicht machen, wenn die Bibel sagen würde, ich soll mich unter dir allen unterordnen. Aber wenn Epheser so praktiziert wird, wie es da steht, ja, dann ist es die beste Lösung, die es gibt. Wenn der Mann Jesus untergeordnet ist. Ja. Und du dem Mann, dann ist es ja, also das dann ist beste easy peasy, man, no problem. Ich würde noch mal gern, weil da wollte ich nämlich nachher noch zu sprechen kommen, genau auf das, was du gerade anbringst, Steve. Ja. Diese Bibelstelle ist super herausfordernd. Ich meine, ja. Steve musste sich schon erklären, dass er eigentlich bereit sein muss, sein Leben für dich zu lassen. So. Was er ja auch punktuell gemacht hat. Wie er erzählt hat in der Verliebtseinsphase, wie er seine Tode für dich gestorben ist. Wir haben festgestellt, das ist eine Sache, die eigentlich permanent laufen könnte, dürfte, vielleicht sogar sollte, was die Verantwortung vom Mann ist. So, jetzt ist hier diese Sache, wo Gott uns wissen lässt in dieser Bibelstelle, wie er sich das Ding mit Mann und Frau eigentlich gedacht hat. Und den Punkt, den Steve gerade angebracht hat, da würde ich gerne nachher noch tiefer kommen. Ich wollte erstmal wirklich nur wissen, was diese Bibelstelle mit dir macht. Und ich kann mir vorstellen, die überfordert. Ach, sie überfordert mich, ja. Wenn man die so einzeln rauspickt. Ja, es ist schon, also es klingt alles gut, ne? Aber es ist schon herausfordernd, ist sehr unmenschlich für mich. Wie bitte? Ist einfach eine sehr heilige Attitude. No, hast du unmenschlich gesagt? Ist menschlich, I mean dann. Nee, stimmt schon, unmenschlich. Ja. Weil es einfach, das heißt, dass du perfekt bist und ich unterordne. Ah, das ist sehr interessant. Ja. Das heißt es nämlich nicht. Ja, genau. Es würde dir leichter fallen. Es würde mir viel leichter fallen, genau. Jemand mich zu unterordnen, wenn alles perfekt wäre. Perfekt wäre, aber wenn nicht perfekt ist, dann kannst du mich mal. Oh. Okay, es ist okay. Ich greife jetzt kurz ein, bevor es hier. Halt mich zurück! bevor es hier wild wird. Also ich habe es mit Absicht diese zwei Bibelstellen genommen, weil ich glaube, die in christlichen Kreisen sehr gern hergenommen wird, um seine Unreife damit zu decken und die Schuld dem anderen Geschlecht zuzuweisen. So, ich glaube, das ist schon keine Ahnung, wie oft passiert. Und ich liebe es, dass ihr so ehrlich seid. Und deswegen habe ich jetzt wirklich, das ist ein bisschen, ich habe euch da ein bisschen ins kalte Wasser geschubst. Tut mir leid dafür, aber ich bin froh für euer Response, was ihr, wie ihr das uns dann teilhaben lasst, was wirklich in euch abgeht. Und genau, was du jetzt angesprochen hast, Elida, so, dass das natürlich schwer ist, wenn du jetzt einen Mann hast, der dich verprügeln würde. Darauf kommen wir nachher zu sprechen. Unbedingt. So, wäre das eine ziemlich unmenschliche Sache. Ja. Wann würde es dir denn leichter fallen, dich zu unterordnen?
deinem Mann unterzuordnen. Unterzuordnen. Wie schaut der Mann in deiner Fantasie aus, dem du dich unterordnest? Wie müsste Steve denn sein, sich verhalten von früh bis spät, im ganz Praktischen, im Alltag, dass du sagst, boah, also dem unterzuordnen, ein Traum. Ach so, krass, ne? Also wenn er geht in die Arbeit, passt, Geld verdienen, kommt heim, okay. Räumt seine Schuhe auf. Echt? Also das wäre jetzt... Ist perfekt, ich ja? dachte, du beschreibst mich. Komm ja. sofort zu uns rein, zu den Kindern, zu den Frauen, begrüßt uns, setzt sich zu uns, hat einfach voll... Ist voll da. Undivided Attention, also so viel Aufmerksamkeit. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Genau, und dann massiert er meine Füße und dann geht er mit den Kindern raus. Aber es ist halt dieses krasse, als ob er ein Superhero ist. Darf ich was sagen? Nee, das, die Frage geht im Moment noch an Elida. Wir müssen das noch ein bisschen ausschlachten. Und, ja. Ja? Also, weil ich finde, es wird keine Frau geben, die sich einem Mann 100% unterordnet. Nee, da kommen wir nachher noch dazu. Es kriegt jeder sein Fett ab. Ja, warte, da mute mich halt. Why? Jetzt hört mich nicht mehr, weil es gemutet. Ja. Ja, keine Ahnung, dass er einfach dass er mich unterstützt, emotional, praktisch. Dass er mich zuhört, Zuneigung, dass er mich krault. Okay, also dann könntest du wirklich aus ganzem Herzen sagen, okay, dir ordne ich mich unter. Aber gute Frage, ne? Vielleicht weil dich jemand krault, würdest du dich jemand unterordnen? Nein, Steve, es geht ganz speziell nur um dich und um keinen anderen Mann hier. Raus. Vielleicht kommt es leichter raus, vielleicht würde es auch nicht machen, weil ich einfach so bequem bin in meinem Leben, aber Amen. Also ich bohre jetzt damit Absicht, wirklich, ich nerve euch jetzt damit ein bisschen, weil ich glaube grundsätzlich, dass die Bibel dass ein tiefer Schlüssel ist für unser Glück. Mm. Und dass da ganz viele Bibelstellen sind für unser Glück und wir kratzen immer nur die Oberfläche und hauen uns die Dinge um die Ohren. Mm. Meistens oder oftmals, um uns anzuklagen. Aber ich glaube, dass dahinter wirklich was steht, was uns glücklich machen kann. Aber soll uns die Bibel glücklich machen? Ich glaube, dass Gott so gut ist, dass er eigentlich will, dass wir glücklich sind in allererster Linie. Das ist auch das Erste, womit Jesus angefangen hat. Glücklich ist der, als er seine erste große Predigt gemacht hat, beginnt er seine Sätze mit glücklich ist der Mann und so weiter. Du meinst die Seligpreisung? Die Bergpredigt. Ja, aber das heißt auch selig. Glückselig. Ja, ich weiß nicht, was jetzt im Original steht. Aber wenn man sich die ganze Schöpfung und so weiter anschaut und wie herrlich das alles gemacht ist, macht das für mich keinen Sinn, dass Gott uns quälen will. Umso besser ich Gott kennenlerne, muss ich sagen, wow, der will ja wirklich, dass ich glücklich bin. Man kann auch auf der Seite vom Pferd kippen und dieses Weichwasch-Evangelium irgendwie dann haben. Mhm. Aber keine Ahnung, wenn Paulus diese Briefe schreibt, der hat glücklich gewirkt, obwohl er im Gefängnis war. Der hat ein tiefes Glück verstanden. Dem ging es irgendwie saugut. Mhm. Und genau, was ich jetzt eben sagen wollte, ist, es ist, ich glaube, dass da was wahnsinnig Tiefes dahinter steckt und ich würde das gerne von dieser Seite tatsächlich mal hören. Wie ist eigentlich die Vorstellung von der Frau, von dem Mann, dass sie sich ihm unterordnet? Weil ich als Mann weiß, wenn sich meine Frau mir unterordnet, was es mit mir macht, wie glücklich mich das macht und was mich das wie mich das anspornt, ihr Mann zu sein. Mhm. So, und deswegen frage ich das jetzt, weil ich glaube, es fragen sich viele Männer und auch viele Frauen, wie kann man das denn interpretieren? Mhm. So, und ich finde das sehr interessant. Du willst, also was ich jetzt rausgehört habe, emotionale Sicherheit. Da sagst du, wenn du das kriegst, dann fällt dir das sowas von leicht, dich ihm unterzuordnen, mit allem, was dazugehört. Ja. Okay, Steve. Mhm. Ich sollte von der Arbeit kommen, also ich gehe gar nicht arbeiten, meine Frau kommt von der Arbeit und wartet in Unterwäsche bereits im Schlafzimmer auf mich und hat 3 Stunden Zeit für mich. Das wünscht sich ein Mann. Ich habe dich gerade nicht ausreden lassen. Kennt ihr diesen Witz eigentlich? Darf ich den kurz mal anbringen, spontan? Wie macht man eine Frau glücklich? Die Antwort, man schenkt ihr Blumen, man hält Händchen, wenn man spazieren geht, man streichelt übers Gesicht, über das Haar, man macht ihr Komplimente von früh bis spät, man macht den Haushalt, man kümmert sich um die Kinder, man lädt sie zum Essen ein, man gibt ihr einen guten Nachtkuss, man gibt ihr einen guten Morgenkuss und diese ganze Palette. Mhm. Wie macht man einen Mann glücklich? Sex. Die Frau muss einfach nur nackt mit Essen kommen. Ja. Mit Essen kommen. So leicht hättet ihr. So leicht. Naja. Wir sind eigentlich ganz leicht handzuhaben. Das stimmt. Ja. Also wie,
Diese Bibelstelle, ja, jetzt wollen wir doch mal wieder zu dieser Bibelstelle zurück, die sehr herausfordernd ist für die Männer. Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Mhm. Er hat sein Leben für sie gegeben. Mhm. Da geht es so richtig an den Kragen. Ja. Wann würde es dir denn leichter fallen, dein Leben zu geben für deine Frau? Wie müsste sich die Frau verhalten, dass du sagst, ey, für die würde ich sterben? Jetzt mal voll im Ernst, alle Witze beiseite. Also tatsächlich, glaube ich, ist Sex mit unter den Top 3. Ja. Und, keine Ahnung, ich klinge jetzt vielleicht wie ein Perverser, aber jeden Tag Sex. Echt? Das wäre toll. Schaffst du das? Lass uns das mal ausprobieren, wir machen Podcast. Liebe Zuhörer, es tut mir leid, es war hier nichts abgesprochen. Ich nehme das Ganze jetzt wieder in die Hand. Nein, aber ich will ja weiter antworten. Also, aber das ist wirklich, meine ernste Antwort ist und ist unter das, anderem ist das Sex. Das Alleroberste? Was ist denn, wenn jetzt, nein, was gibt es denn noch außer Sex? Also, das klingt jetzt finde ich so voll der Kranke im Kopf. Nein, das ist ja Top 3, aber vorher kommen noch zwei andere. Ja. Ja, was, der hungernde Bur, der freut sich auch. Ja, was willst du noch bei mir, Mann? Ich finde Anerkennung. Also ich, wir waren neulich, also diesen Samstag war Autoschau bei uns in der Stadt. Und meine Frau hat sich bei mir eingehakt. Und das ist ganz selten, weil wir sind jetzt nicht so nach außen hin die Körperlichen. Und dann war ich wirklich irritiert und habe gefragt, was ist denn bei dir schief? Und ich weiß gar nicht, du hast einfach... Ich war irgendwie krank. Echt jetzt? Na ehrlich, ich war ein bisschen schwach. Toll, ja, verkauft hat es mir irgendwie wegen anders. Oh nee. Nein, aber diese Aufmerksamkeit. Ja, aber was hat es mit dir gemacht? Ja, das war ja, ich wollte gleich Sex. Nein, Spaß. Nein, aber das lässt mich aufrechter laufen. Also das ist einfach so, so, jetzt bin ich ja ein wenig männlicher als sonst. Mhm. Tatsächlich. Ja, und diese Aufmerksamkeit halt, ne, auch wenn sie mich lobt, aber ich glaube, das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, ne? Es gibt ja diese fünf Sprachen der Liebe und vielleicht reagieren da andere Männer anders drauf, aber für mich ist das so, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich merke auch, wenn ich die nicht bekomme, ist gerade ein bisschen so Diskussion zwischen uns beiden, mit einer anderen Person, die mir die Aufmerksamkeit nicht schenkt, also muss jetzt nicht meine Frau sein und ist auch keine weibliche Frau, keine weibliche Frau, aber wo ich mir denke, so, mir fehlt diese Aufmerksamkeit von dieser Person. Und das finde ich ein bisschen schade und ich merke, wie mich das runterzieht. Und ich merke aber, wie es mich, ich sage jetzt mal, erhöht, wenn meine Frau das bei mir macht. Mhm. Also wenn die zum Beispiel sagt, was weiß ich, schaust gut aus, hast schön gesungen. Was mich auch langweilt, ist, wenn sie mich dann kritisiert. Wenn ich dann zum Beispiel mit dir und dem Matthias ein Lied mache, und dann kommt so, warum hast du jetzt das so gemacht und das so komisch? Und dann denke ich mir so. So was machst du, Elida? Doch, ey, mir deine Lieder stimmen, aber das ist nie the final product, oder? Du zeigst mir immer so Prozesse. Oder ist immer fertige Lieder? Weiß ich nicht. Oder ich habe ihr erzählt, dass ich Comedy machen will. Und dann hat sie das total abgeschlagen, Elida. Was, Comedy? Ich habe gesagt, ich will mal auf eine Open Stage und mal Comedy machen. Und dann, ach stimmt, ja, weil ich nicht lustig. Dann war die Reaktion. Da warst du nicht begeistert. Ja, weil hast deine Witze sind halt. Also ich finde mich ultrast witzig. Mhm. What's it called? Gewöhnungssache. Gewöhnungsbedürftig? Ja. Naja, ich but some people nicht. Like it. I don't get it. Ja. Okay, das könnten wir vielleicht in einem weiteren Podcast klären. Die Zeit ist fast abgelaufen. Fast. Ich würde gerne noch mal kurz zusammenfassen, weil ich das einen wahnsinnig wichtigen Punkt finde. Kannst du noch mal kurz in einem Satz sagen, Elida, wie muss dein Mann sich verhalten, dass du dich ihm gerne aus ganzem Herzen unterordnest? Also mein Mann muss mich einfach lieben. Wow. Und dann soll ich auch noch sagen? Emotionale Moment. Zuneigung. Einfach accept me and love me. Okay, Steve, in einem Satz, was muss deine Frau machen, dass du wirklich bereit bist, dein Leben für sie zu lassen, so wie es in Epheser 5 steht? Meine Frau muss mich respektieren. Oh.
Da gibt es ein gutes Buch, Love and Respect von John Eldredge. Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von, aus der Sicht und mit den Worten von. Der Gründer von Live on Stage, Gabriel Häsler hier. Servus, Gabriel. Servus, Steve. Ja, was sagt man eigentlich in der Schweiz zur Begrüßung? Grüezi. Ja, genau, aber ihr Deutschen könnt das alle nicht aussprechen. Das heißt Grüezi. Grüezi. Das R musst du eben vorne rollen, vorne unter den Zähnen. Grüezi. Grüezi. Ja, wird schon viel besser. Als Franke kann man das ein bisschen. Ja, stimmt. Ja, du kannst es. Genau. Wir sind ja jetzt so ein bisschen deine Lebensgeschichte durchgegangen und sind jetzt an dem Punkt eigentlich, wo Live on Stage geboren wird. Du hast schon erzählt, du warst in einem Gospel, hast Musik gemacht, die dir jetzt nicht so lag, hast du gesagt, oder beziehungsweise jetzt nicht so typisch für dich war. Wie kam denn die Idee für Live on Stage? Ich muss dazu noch kurz sagen, ich habe mich erinnert gefühlt bei Live on Stage ein bisschen, wie alt war ich da, 10, 11 Jahre, ich weiß nicht, ob du das kanntest, auch eine Art Musical, Heaven or Hell. Gab es irgendwie so... Also ich habe das nie gesehen. Ich hab mal gehört davon, aber gesehen habe ich selber nie. Ja, ja, ich habe mich danach viermal bekehrt. Ja. Nein. Warst du denn am Live on Stage? Leider habe ich es nicht geschafft. Ey. Ich wäre so gerne gekommen, aber wir haben ja noch ein paar Termine, richtig? Hamburg, Dresden und was war das dritte? Bern. Bern. Ja gut, dann schaffe ich es hoffentlich in Hamburg. Also ich habe es wirklich bereut, weil ich es mir vorgenommen habe und dann 7 Sachen dazwischen gekommen sind. Asche über dein Haupt, ne? Hast du das nicht geschafft. Ja. Ja, cool. Nur weil du gesagt hast, du hast dich erinnert gefühlt an Heaven and Hell. So, also, deshalb, du hast das gesehen und deshalb hast du dich erinnert gefühlt. Nee, durch den Flyer, der da war und auch das, was ihr auf, ihr habt ja auf YouTube auch ein paar Werbedinger, ne? Beziehungsweise Freunde haben Videos von dem geschickt. Okay, ja, kann sein. Ja, aber wie kam denn das zu der Idee von Live on Stage? Ja, also wir haben, wie schon letzte Woche gesagt, haben wir diese Straßenarbeit gemacht in Basel und in der ganzen Schweiz, wo wir einfach auf die Straße raus sind und durch kreative Aktionen Menschen von Gottes Liebe erzählt haben, von Jesus, der für unsere Schuld gestorben ist, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Und wir haben da auch teilweise Theaterstücke aufgeführt. Wir haben sehr häufig Hip-Hop-Konzerte gemacht auf der Straße mit Street-Dancern, mit Breakdancern und immer zwischendurch wieder gepredigt. Und das war dann immer so wechselwirkend, ne? Wenn wir Hip-Hop gespielt haben auf der Straße, dann hat das die Leute in Massen angezogen und dann haben wir einen Break gemacht und dann kam der Prediger auf die Bühne. Ich habe häufig auch auf der Straße gepredigt und haben mir von Jesus erzählt und dann hat sich so der Platz langsam wieder geleert. Aber es, trotzdem blieben dann einige stehen und haben sich das angehört. Und dann kamen wir wieder mit Hip-Hop und dann kamen die Leute wieder so, ne? Mhm. Und wir haben einfach gemerkt, wir möchten ein Format entwickeln, wo wir unsere Freunde mitnehmen können, etwas Professionelles, etwas Gutes, wo wir unsere Freunde mitbringen können, wo sie von diesem Jesus hören und auch in ihrem Herzen berührt werden. Mhm. Ich habe dann mit einem guten Freund von mir, der selbst Musiker ist und auch Pfarrer, haben wir oft, saßen wir im Whirlpool und haben einfach visioniert und uns überlegt, wie könnte man heute noch solche Veranstaltungen machen? Und er hat immer gesagt, es müsste irgendwas mit Theater sein, etwas Kreatives. Und ich habe gesagt, ja, aber es müsste auch die Predigt vorkommen. Die Leute dürfen nicht nur berührt werden in ihrem Herzen, sondern sie müssen ja auch das Evangelium hören. Und dann irgendwann kam so dieser göttliche Gedanke, wir bringen wahre Lebensgeschichten in Form von Musicals auf die Bühne und kombinieren die mit einer Predigt. Und das haben wir dann gemacht. 2014 sind wir das erste Mal damit auf Tour gegangen und haben da dadurch wirklich, das war wirklich erstaunlich, weil das war ein voller Erfolg. Wir haben damals schon wirklich die großen Hallen reserviert gehabt in diesen Regionen, wo wir waren. Und die Leute sind teilweise schon eine Stunde vorher da angestanden. Wir mussten teilweise Hunderte, das ist nicht übertrieben, Hunderte Leute nach Hause schicken, okay, weil wir keinen Platz mehr hatten. Die Leute haben uns fast das Dach abgedeckt. Es gab aber auch dann sehr viel Spannungen, weil viele Leute kamen dann einfach, weil sie dachten, ich komme jetzt ein Musical schauen und waren dann erstaunt, dass da noch eine Predigt kommt. Und ich kann mich erinnern, wie ich gepredigt habe, wie fast Ströme wieder rausgelaufen sind, so vor mir durch. Aber als Straßenprediger hast du dann eine dicke Haut. Naja, das war so das erste Jahr.
Da haben wir dann viel angepasst noch, auch in der Werbung haben wir dann gesagt, in der Werbung muss von Anfang an klar sein, dass da eine Predigt kommt. Deshalb jetzt wurde ich dann auch so prominent noch da auf den Flyer draufgenommen, damit das einfach kein Missverständnis mehr gibt. Musical und Message gehört bei uns zusammen auf derselben Höhe. Es ist nicht ein Musical und dann noch eine kurze Botschaft, sondern es ist doch 20 Minuten Predigt und auch noch einen Aufruf, die Möglichkeit darauf zu reagieren. Und das haben wir dann weitergemacht. Seit 2014 sind wir auf Tour und wir haben schon über 100, mittlerweile 130.000 Besucher gehabt an unseren Veranstaltungen und ganz, ganz viele Menschen, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die Jesus kennengelernt haben, so wie ich eigentlich damals, als ich 18 Jahre alt war, in dieser Musical-Veranstaltung. Okay, woher kommt denn der Erfolg? Du hast jetzt gesagt, beim ersten Mal oder bei den ersten Veranstaltungen musstet ihr Leute wieder heimschicken. Also kommt es daher, weil es kostenlos ist und wir Deutschen einfach sparen wollen und Sachen uns anschauen wollen, die umsonst sind? Sehr schön. Also du hast recht, wir haben das immer kostenlos gemacht. Aber die ersten Veranstaltungen waren ja in der Schweiz. Ah, okay. Geht dieses Narrativ irgendwie nicht auf. Nee, aber ich glaube, es liegt wirklich daran, dass wahre Lebensgeschichten die Menschen einfach faszinieren. Das ist etwas, was Menschen lieben, Geschichten von anderen Menschen zu sehen, weil sie sehen sich in diesen Geschichten selbst und sie identifizieren sich mit einzelnen Aspekten dieser Geschichte. Also wenn wir auf Tour gehen, jetzt zum Beispiel dieses Jahr sind wir in Hamburg, in Dresden und in Bern. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach Hamburg kommen, wir haben hier in Hamburg die zweitgrößte Halle der Stadt, konnten wir eine Woche lang mieten. Es sind 25 Kirchen, die da miteinander das veranstalten. Und wir werden jeden Abend eine Stunde Musical und dann eine halbe Stunde Predigt mit Aufruf bringen. Und wir bringen aber nicht jeden Abend dasselbe Musical, sondern wir kommen insgesamt mit drei unterschiedlichen Geschichten, also drei wahren Lebensgeschichten. In den ersten zwei Abenden bringen wir eine Geschichte, an den zweiten zwei Abenden und an den dritten zwei Abenden. Und diese Geschichten, die erzählen von Menschen, die heute noch leben. Es sind keine fiktiven Geschichten, es sind Menschen, die es gibt. Okay. Und in einer Krise drin, die eine Herausforderung in ihrem Leben erlebt haben und in dieser Krise drin, in dieser Herausforderung drin Gott kennengelernt haben und in Gott Hilfe für ihre Not gefunden haben. Und häufig ist es ja so, wenn du mit einem Menschen über den Glauben sprichst, dann hat er häufig, begegnet der dir so, ne? Also der hat häufig schon so eine Mauer um sein Herz herum aufgebaut. Der hat häufig schon so Abwehrmechanismen installiert, so Argumente, die er dir bringt, wo er dir sagt, ja, das ist jetzt vielleicht für dich schön, dass du an Jesus glaubst, aber für mich ist das nichts wegen dem und dem und dem, ne? Du kommst gar nicht an die Leute ran. Und bei Life on Stage passiert was Faszinierendes. Die Leute, die sitzen vielleicht so da drin, weil sie von ihren Freunden eingeladen wurden an diese christliche Veranstaltung und jetzt vielleicht um den Freunden einen Gefallen zu tun oder der Mutter mal einen Gefallen zu tun, kommen die mit. Dann sitzen die ja so da drin und dann kommt das Musical und das sind ja professionelle Musicals, also mit professionellen Schauspielern und allem und die Musik wirklich auf einem hohen Niveau. Dann werden die tief in ihrem Herzen berührt. Die Musik verändert was, die Geschichten, diese Lieder, die echt unter die Haut gehen. Vielleicht noch eine Klammerbemerkung. Ich war schon an vielen Musicals und ich wohne in der Musicalstadt Deutschlands, ja, in Hamburg. Und ich habe noch nie ein Musical gesehen, das mich wirklich berührt hat in meinem Herzen drin. Das war meistens nur Spektakel, so dass du sagen musstest, wow, stark, krass, die Kostüme und das Bühnenbild und alles. Aber so ein Musical, wo ich drin saß und einfach weinen musste, habe ich noch nie erlebt. Aber bei Live Stage schon. Die Leute kommen, dann berührt das ihr Herz und diese Mauern fangen an zu schmelzen, diese Abwehrmechanismen lösen sich, sie sehen sich vielleicht in einzelnen Aspekten selbst und wenn dann die Predigt kommt, dann sitzen die da ohne diese Mauer, ohne diese Abwehrmechanismen und diese Botschaft trifft sie dann ins Herz und sehr, sehr viele, erstaunlich viele sagen dann doch, ich möchte mit diesem Jesus leben und wir geben am Schluss den Menschen die Möglichkeit zu reagieren. Wir sagen, wenn du das möchtest, wenn du spürst, dass das für dich heute dran ist, dann kannst du mit all den anderen, die das auch möchten, hier nach vorne zum Kreuz kommen und dann werden wir miteinander in einem einfachen Gebet Jesus bitten, in unser Herz hineinzukommen und so viele Menschen reagieren darauf. Ja, ich weiß, was war die Frage? Genau, warum kommen so viele Leute? Ich glaube einfach, weil das ein zeitgemäßes Format ist und genau danach haben wir gesucht. Okay, jetzt hast du ja gesagt, du sitzt da drin und weinst. Das klingt fast so, als hättest du mit Live on Stage nichts zu tun, wenn du sagst, du sitzt da drin und wirst berührt von dem Lied und bist unter Tränen.
Bist du mit in dem Liederschreibprozess mit dabei? Entschuldigung, ich habe jetzt die Frage nicht verstanden. Es tönt so, wenn du bei Life on Stage nicht involviert wärst. Wie meinst du das? Also, du hast ja gesagt, du sitzt da und hörst dieses Lied von Live on Stage. Also ja. Bei Live on Stage. Mit du meine ich du. Achso, ich, ah, okay. Genau, sorry, ich meinte Mann, ja, genau. Aber meine Frage ist trotzdem, du bist ja der Prediger, bist du dann nur derjenige, der sich darum kümmert, was gesprochen wird? Oder arbeitest du das Konzept aus, schreibst du auch mit bei den Liedern oder wie ist das? Nee, also wir haben wirklich eine super Truppe zusammen von ganz, ganz vielen begabten Leuten, die da mitarbeiten. Ich und meine Frau, wir überlegen uns jeweils, wenn wir ein neues Musical auf die Bühne bringen wollen, dann überlegen wir uns, welche Geschichte wollen wir. Und dann suchen wir die Protagonisten, also Leute, die vielleicht als Beispiel, wir haben jetzt erlebt in unserem nahen Umfeld, vor 2 Jahren war das, wie jemand, unsere Nachbarn, die haben ihren Sohn verloren, der ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, der flog noch mit so einem kleinen Flugzeug, mit seiner Freundin flog er noch übers Haus der Eltern, die haben noch gewinkt. Dann flog er weiter und ein paar Stunden später kam die Nachricht, die sind abgestürzt und er ist gestorben. Und das hat uns so bewegt und wir haben aber auch so gestaunt über diese Eltern, die haben auch Jesus in ihrem Herzen gehabt, die haben Gott geliebt, wie die mit dieser Trauer umgegangen sind und wie da in diese schreckliche Trauer, in dieses schreckliche Schicksal so viel Hoffnung drin war. Die Hoffnung auf die Ewigkeit. Wir werden uns wiedersehen im Himmel. Er ist nicht für immer weg, sondern er ist nur umgezogen. Und wir werden uns irgendwann mal wiedersehen. Und wir wussten, wir möchten jetzt eine Geschichte über dieses Thema bringen, über Tod, über den Umgang mit Tod, über Schicksalsschläge, weil das so viele Menschen berührt und betrifft auch. Und dann haben wir uns dran gemacht, so eine Geschichte zu suchen, haben lange mit vielen Leuten gesprochen und haben dann die Melanie gefunden, eine echt starke Geschichte, die wir jetzt auf die Bühne bringen. Und haben dann die ersten Interviews mit ihr geführt. Und als wir dann wussten, sie ist es und sie auch ein Jahr dafür hatte, kam dann unser Team. Wir haben jemand, der die Songs schreibt, jemand, der das Musical Script schreibt, jemand, der die Musik produziert und so weiter. Also das ist dann ein ganzes Team, das sich dann da dran macht. Ich selbst bin jetzt nicht ein Musiker oder so. Okay, aber ihr sucht dann, also du sagst ja, ihr überlegt euch, okay, jetzt 2024 zum Beispiel, da könnten wir ein neues Musical rausbringen. Und dann hört ihr euch quasi um, was so passiert und das klingt jetzt bescheuert, aber das Dramatischste oder das, was euch am meisten anspricht, das nehmt ihr dann einfach. Ja, sehr häufig suchen wir eben thematisch. Zum Beispiel die Claudia, das ist ein Musical, da geht es um Heilung. Da haben wir auch gewusst, wir möchten ein Musical darüber, dass Gott heute noch heilen kann, weil so viele Menschen, obwohl wir im 21. Jahrhundert ja leben und obwohl vor 100 Jahren die Wissenschaftler gesagt haben, die Wissenschaft, die wird den Glauben unnütz machen und automatisch wird der Glaube aussterben. Und in 100 Jahren brauchen die Leute keinen Gott mehr, weil sie ja die Wissenschaft haben. Das Gegenteil ist ja passiert. Der Glaube breitet sich auf der ganzen Welt aus. Religionen haben einen großen Zulauf, auch im 21. Jahrhundert. Und die Menschen, die suchen nach Heilung, nach Hoffnung, nach Erfüllung. Und wenn sie das in der Schulmedizin nicht finden, dann fangen sie an, in alternativen Kanälen zu suchen und kommen dann sehr schnell in die Esoterik rein. Und wir wussten, wir möchten eine Geschichte darüber, dass Gott heilen kann. Und dann haben wir so eine Person gesucht, die so eine Geschichte zu erzählen hat. Also so eine Wundergeschichte. Ja. Das ist die Claudia jetzt in unserem Fall, die wir auch dieses Jahr wieder auf die Bühne bringen. So gehen wir eigentlich vor, eher thematisch. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Du müsstest doch in die Psychiatrie angeliefert werden, weil du an diesen Jesus glaubst. So what? Ich weiß, was Jesus in meinem Leben getan hat.
Und deshalb glaube ich an ihn, weil er mein Leben verändert hat und weil er mein Leben auf guten Boden gestellt hat.